USK, Unterstützungskommando. Schwarz vermummt und schwer bewaffnet. Menschen in Robotergestalt. Nicht zu verwechseln mit Robotern in Menschengestalt. Das sind zum Beispiel die Borg aus Star Trek, also Raumschiff Enterprise. Die Borg sind diese Gestalten mit diesem Plastikbausatz an Augenbraue und Schläfe. Aufgabe der Borg ist es, den Widerstand zu brechen. Den Widerständischen wird gesagt, Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert. Und da frage ich mich jedes Mal, haben die Grünen zu viel Star Trek gesehen, als sie ihr Parteiprogramm geschrieben haben? Und ich denke mir dann, wie würde das wohl klingen, wenn dies dieser Ökoliberale aus Stuttgart sagen würde? Ach, wie heißt der gleich nochmal? Dieser Ökoliberale, dieser gelbe Sack mit dem grünen Punkt. Ach, ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch, egal. Bei ihm würde dieser Satz ungefähr folgendermaßen klingen. Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert. Jedoch sind Bündnis 90 die Grünen nicht die erste parlamentarische Borg-Generation in Deutschland nach dem Faschismus. Vor rund 30 Jahren fand die erste Assimilierungswelle statt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Notstandsgesetze sind verabschiedet. Der radikalen Erlass ist geschaffen. Berufsverbote werden verhängt. Widerstand ist zwecklos. Sie werden assimiliert. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Getreu dem Motto unseres sozialdemokratischen Genossen und Präsidenten des Bundeskriminalamtes Horst Herold. Wer will unsere Daten, Sozialdemokraten?